Fechter macht Lärm. Unter diesem Motto veranstalten Felix Spohr und Raphael Heckmann am Wochenende am Samstag ab 20 Uhr im Gulfhaus ein Benefizkonzert. Der wohl prominenteste Act sind das Hip-Hop-Duo Audio 88 und Yassin. Ich frage die beiden Organisatoren jetzt mal, wie sie auf die Idee für das Benefizkonzert gekommen sind. Wir sind schon lange bei Schülerhelfen Leben aktiv und setzen uns halt auch aufgrund dessen tagtäglich mit der Situation der geflüchteten Minderjährigen, vor allem auf dem Balkan, auseinander. Und dann haben wir uns überlegt, da müssen wir irgendwas machen. Und dann haben wir uns entschieden, dieses Benefizkonzert hier in Vechta zu starten. Wir kennen die Band schon länger und hören uns sie schon länger sehr gerne an und haben uns halt vor allem überlegt, dass es mal was anderes wäre zu dem, gegenüber dem, was es sonst im Gulfhaus gibt. Aber vor allem fassen die halt unsere Problematiken, die wir ansprechen wollen, auch perfekt in ihren Songs auf und kommentieren das auch so, wie wir das hören möchten. Halleluja, ich empfing diese Worte aus den Wolken. Wollt ihr dorthin, solltet ihr mir folgen. Oben ist für alle genug da und ich hab hier unten meine Ruhe. Halleluja. Außerdem treten auch No Problems aus Vechta auf, die machen Rockmusik, und Meute Royal aus Hannover, die machen Ska-Punk. Im Anschluss haben wir dann noch die Jungs von Backbassen, die spielen dann ein paar Techno-Beats, bis die Bude leer ist. Das Projekt befasst sich mit sogenannten vergessenen Geflüchteten, das heißt in Bosnien vor allen Dingen gibt es unter anderem 88 Flüchtlingscamps insgesamt, die dieses Projekt umfasst, in denen sogenannte vergessene Geflüchtete wohnen, die halt mittlerweile keine Chance oder irgendwelche Aussichten mehr auf irgendetwas haben und halt zurückgelassen werden. Und Snagga Jenne beschäftigt sich vor allen Dingen mit zwei dieser geflüchteten Camps und betreut dort psychosozial und therapeutisch Familien, also als Gesamtkonzept. Das heißt, einmal werden Kinder in Workshops betreut und einmal die Eltern mit Therapeuten und so weiter und so fort, sodass ein rundes Gesamtbild entsteht. Darauf, dass wir alle zusammen Lärm für geflüchtete Minderjährige machen können und auch viele Leute auf diese Thematik aufmerksam machen können, damit auch vielleicht ein langfristiges Interesse besteht und wir die 5 Euro pro Kopf natürlich spenden können, damit ein rundes Gesamtkonzept entsteht.